Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute in unserem wunderschönen Video geht es nicht um das wunderschöne Spiel Shadow of Battlefront, sondern um das Thema Artikel 13. Und ja, wie wir das vielleicht verhindern können und so weiter. Na gut, erstmal kommt das Intro. Bis gleich, nach dem Intro. So Leute, da sind wir nach dem Intro. Und zwar, vielleicht habt ihr das alle noch schon mitbekommen, dass wieder Artikel 13 wieder was beredet wird. Und zwar haben ja die Politiker das sich ja ausgedacht während der WM dieses Jahr. Und zwar für die Leute, die nicht wissen, was Artikel 13 ist. Artikel 13 ist ein Artikel, was für den Urheberrecht ist. Also urheberrechtliche Inhalte und so weiter. Und der sagt, jetzt hier zum Beispiel, ihr lädt jetzt zum Beispiel irgendwie ein Bild irgendwo hoch. Oder sagen wir einfach Video. Und da ist eine Urheberrechtsverletzung drin. Das wird nicht mehr, dafür ist dann nicht mehr der User schuld, der es hochgeladen hat, sondern die Webseite selbst. Und ja, und da, dass die ganzen Webseiten und so weiter nicht dann nicht nachvollziehen wollen oder so. Also es kommen dann jetzt, dann wenn dieser Artikel durchgeführt wird, spezielle Upload-Filtern zustande. Ja, und die Upload-Filter, ja, die kontrollieren alles und so weiter. Und bei YouTube wäre es wahrscheinlich so, habe ich durch Wissenswert, glaube ich, erfahren. Das Video kann ich euch irgendwo unten verlinken. Plus die Petition, die man unterschreiben kann, wenn man nicht dafür ist. Die verlinke ich euch natürlich auch noch. Und zwar ist es so, dass YouTube, wenn dieses Gesetz durchkommt, dass YouTube dann alle Kanäle löscht. Das heißt, das, was ihr heute an YouTube kennt, wird wahrscheinlich, wenn 2019 nicht mehr geben. Das heißt, diese berühmten, sagen wir mal, Minecraft-YouTuber und so weiter. Weil YouTube will dagegen vorgehen, dass keiner hier Dings herunter macht, hier Copyright und so weiter. Dass das nicht bricht und so weiter. Das möchte YouTube dann, weil wenn die dann verklagt werden, YouTube und Google, große Unternehmen, die können es sich einfach nicht leisten. Deshalb, ja, wollen wir das dann so eindämmen, dass sie dann alle Kanäle löschen, bis auf von ganz größeren Kanälen. Und die ganz größeren Kanäle, die wären jetzt zum Beispiel, wären die Kanäle, wo ein Fernsehsender auch dahinter steht. Das heißt, RTL, der offizielle RTL-Kanal, der würde bestehen bleiben. Und das will, glaube ich, keiner. Galileo und ProSieben, die können ja das einfach auch behalten. Das ist ja so als selbst gemacht. Die würden, glaube ich, wahrscheinlich auch ihre Kanäle behalten. Also sowas wie Minecraft, YouTuber und so weiter. Oder andere YouTuber hier, CSGO oder so, die würden es dann nicht mehr geben, weil YouTube will sich zu 100% absichern gegen Copyright und so weiter. Ja, und das ist schade. Das heißt, wenn ihr nicht wollt, dass dieser Artikel durchgeführt wird, dann ja, stimmt dann bei der Petition ab, die dann unten dann natürlich steht. Ich habe da schon abgestimmt. Es sind schon, glaube ich, wenn ich jetzt das Video rausbringe, vielleicht sind das schon 1.500.000 vielleicht schon. Wenn ihr das auch sieht. Ja. Ich hoffe mal, dass wir es schaffen, dass der Artikel nicht. Das muss ich jetzt einfach. So. Ich hoffe, dass wir es jedenfalls schaffen, dass der Artikel nicht durchgeführt wird.
Ihr könnt auch meinetwegen auch nachschauen, ob man auch die Politiker in eurer Gegend noch anschreiben kann, wegen der Sache. Ob die da was regeln können, weil theoretisch die Regierung, also EU, macht dann komplett YouTube dann damit für uns kaputt. Weil, überlegt mal, weil hier, na, was macht ihr denn, wenn ihr irgendwie Referat oder so halten müsst? Ihr schaut natürlich auch auf YouTube nach, ob ihr was findet. Und wenn YouTube ja alle Kanäle löscht, dann gibt es die Kanäle hier von diesen Leuten, die Physik zeigen oder Mathe zeigen und so weiter, gibt es dann nicht mehr. Ja, ich hoffe mal, dass wir dann das, wie gesagt, schaffen. Also, ich denke mal, ja, wir sehen uns mal beim nächsten Video wieder, wenn da auch was Wunderschönes ist. Ja, wie gesagt, ich verlinke euch Wissenswert und ich verlinke die Petition, wo ihr unterschreiben könnt. Wissenswert erklärt das ein wenig besser als ich. Ja, bis zum nächsten Mal und ciao.